verstehen. Heute und diese Woche soll gar nicht so gutes Wetter werden. Es soll voll kalt wieder werden. Und ja, aber wir werden schon irgendwas zum Anziehen finden. Soll ich erstmal aufstehen? Okay, Leute, ich suche mir mal erst... eine Hose raus, wonach ich da mein ganzes anderes Outfit style, weil sonst... Ich weiß nicht, welches Oberteil ich nehmen soll. Wenn ich schon eine Hose habe, dann weiß ich schon mal mehr, was dazu passt. Und ich glaube, ich habe meine Jeans und Haare an, weil ich zeige sie euch. Willkommen in meinem Kleiderschrank, der nicht aufgeräumt ist. Sieht so schlimm aus, ich muss den dringend mal ausmisten und neu hinhängen. Aber hier unten sind einmal meine Jeans und das sind die Options, die ich habe. Ich sehe keine Jeans mehr wegen diesen ganzen Oberteilen. Aber ich suche eigentlich diese eine. Nee, die ist es nicht. Die auch nicht. Ich habe so eine, da kann man so einen Gürtel drauf machen. Die ist voll cool. Hier, die. Ha, habe ich sie gefunden. Und da drumherum style ich jetzt mein Oberteil. Ich gehe so in blaue Jeans, weißes Oberteil und dann so weiße Schuhe Richtung. Und vielleicht passt der hier. Ich könnte auch den anziehen. Der ist nämlich nicht ganz so warm. Und dann ziehe ich da meinen Top einfach drunter. Ja, nehmen wir mal den. Und dann wartet. Hier ist von Zara. Ich musste dann die Träger zusammenbinden, die wären zu lang. Seht ihr, was ich meine? Dieser Kleiderschrank ist Horror. Was ziehe ich für Ringe an? Ich habe jetzt hier meinen Trenchcoat noch. Den ziehe ich jetzt hier noch drüber. Und meine Converse, einfach die weißen. Weil ich fand das cool, wenn ich dann weißes Oberteil anhabe, ich weiße Schuhe an. So sieht das aus. Ich finde es eigentlich ganz cool. Weil dann ist der Trenchcoat auch so ein bisschen mehr so classy. Weil hier ist ja eigentlich mal so ein Beach-Shirt, wisst ihr, was ich meine? Und ich lasse ihn jetzt einfach offen. Ich habe hinten so eine Schleife reingebunden. Oh. Ich nehme halt die Tasche hier mit, weil ich finde, die passt am besten zu meinem Trenchcoat. Ich muss jetzt mal mein iPad reinpacken, wo habe ich das denn hingetan? Alright, so sieht mein fertiges Outfit jetzt aus. Ich finde es sehr cool geworden. Jetzt muss ich los zur Schule. Yay, wünsche dir viel Spaß. Jetzt gibt's Pizza. Yum, yum, yum. Matthias hat Nudeln. Yum, yum, yum. Leute, wie gefällt euch mein Video bisher? Wenn es euch gut gefällt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Socken. Okay, heute suche ich ein Comfy-Outfit. Ich habe überlegt, einfach den grauen hier anzuziehen, weil der ist voll schön weich. Der ist von Gina Tricot, den habe ich auch in dunkelblau und in schwarz. Ich habe so ein Angebot, da konnte man so drei für den Preis von zwei nehmen. Und ich habe ja so viele Leinenhosen noch und ich habe letztens bei Brandy eine gekauft, die hat so pinke Streifen. Hier, die ist pink mit weißen Streifen, so rum. Dann mache ich das einfach und ich glaube, meine grauen Adidas Campos können gut dazu aussehen. Okay, anziehen! Leute, passen die dazu? Ja, ich ziehe die jetzt an. Rein damit! Okay, das Fit gefällt mir. Das ist total ich. Ist voll gemütlich, ein bisschen rosa. Ja, und jetzt muss ich mich voll beeilen. Ich muss gucken, wie ich mit meinen Haaren mache. Vielleicht mache ich einfach einen Ponytail. Dann hängen die nicht die ganze Zeit in meinem Gesicht. Jetzt mache ich hier noch meine Ohrringe rein. Diese Tropfenohrringe, weil ich finde das voll schön zu so einem Ponytail. Und meine Kreolen waren mir irgendwie zu groß. Das sah dann komisch aus. Fertig. Okay, ich nehme meine rosane Tasche. Ich hätte gerne eine graue Tasche, aber habe ich nicht. Hätte gut gematcht mit den Schuhen und dem Pulli, aber die rosane ist auch süß. Okay. Let's go! Wieso? Hallo Leute, wir essen jetzt Mittag. Ich esse jetzt mein Brot. Ja, mit einer Kamone, dann esse ich noch Paprika. Soll er dir denn deinen eigenen Maß geben? Ich sag so, Lunch. Brot. Gurke, Paprika. Ja, ich will mein Essen. Yum, yum. Ich esse meine Gurke mit Guacamole, Leute. Oder? Macht das Sinn? Weiß nicht warum, aber wenn ich so richtig. Dann. Matthias muss euch Erdkunde vortragen, der hat ein bisschen Angst. Ich habe richtig Angst, ein bisschen. Ich bin komplett. Das ist voll geil. Also jetzt esse ich noch meine Blaubeeren, Leute. Interessant, oder? Ich habe sie schon fast aufgegessen. Tag Tres. Wow.
Okay, heute soll es ein bisschen wärmer werden. Deshalb habe ich hier meine Jorts überlegt mit dem roten Gürtel dran. Und dann muss ich irgendein schwarzes Oberteil anziehen, weil ich will meine schwarzen Schuhe anziehen. Wait. Okay, warte. Ich hätte hier zur Auswahl was von Brandy. Und das ist so geribbelt. Dann das hier, das ist grau von Pull&Bear und das könnte ich noch, ich glaube, ich ziehe das an. Das finde ich mal schön. Das hat hier noch so ein bisschen so einen zusammengezogenen Bund da unten und es hat nicht ganz so lange Ärmel. Und dann muss ich jetzt noch meine Schuhe holen. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Okay, Leute, wie gefällt es euch? Das ist mein Outfit mit den Jorts und ich habe jetzt zwei Schuhe zur Auswahl. Einmal meine Converse und meine Adidas Samba. Was denken wir? Ich glaube, die Adidas Samba sind cooler. Ich muss aber, glaube ich, gleich noch irgendwie einen Pulli mehr raussuchen, weil das ist mir sonst zu kalt. Immer, wenn ich sage, ja, nee, ich brauche keine Jacke, dann wird es arschkalt in der Pause und ultra windig. Deshalb riskiere ich heute nichts. Hilfe. Okay, ich ziehe jetzt noch einen Pulli drüber und ich habe die gleichen Ringe übrigens an wie gestern und die gleichen Ohrringe. Und jetzt muss ich noch eine Kette raussuchen. Ich glaube, ich nehme mal eine schwarze, die ist cool. Wartet. Hier ist schwarz und da ist weiß. Dann brauche ich jetzt noch mal einen Pulli. Die Seite vom Kleiderschrank ist genauso schlimm wie die andere. Da habe ich auch meinen Glossy. Den nehme ich oft, den mag ich. Einer meiner Lieblingspullis. Ich finde das Outfit heute eigentlich ganz cool. Oh, falsche Seite. Auch mit dem Gürtel dran, weil ich dachte, dann pimpt das das Ganze so ein bisschen auf. So als kleinen Outfit-Kick noch, wisst ihr? Ist nicht ganz so boring. Ich glaube, ich ziehe den jetzt schon drüber, sonst wäre es so kalt. Okay, final fit. Und jetzt muss ich noch meine Haare hier nach innen biegen. Oh nee, dafür muss ich auch meine Kapuze ausziehen. Boah, kennt ihr das, wenn man seine Haare macht und dann die Kapuze immer da reinhängt? Das macht mich so aggressiv, das geht gar nicht. Nehme ich ihn doch lieber mit. Okay, ready. Okay, jetzt aber hier den Pulli drüber. Ich habe jetzt Doppelstunde Englisch. Das finde ich nicht ganz so schlimm. Aber danach habe ich eine Stunde Physik. Das killt mich immer vor der Pause. Ich nehme jetzt meine braune Tasche. Ready to go. So Leute, jetzt esse ich hier mein Toastbrot und meinen Apfel. Und warte, oh, ich sehe nichts auf der Kamera, Leute. Und dann esse ich noch so ein bisschen Gurke mit Paprika. Und da habe ich noch meinen Quark. Nein, habe ich nicht. Oh mein Gott, what is das? Tag 4. Guten Morgen. Ich habe jetzt heute zwei Options, die ich anziehe. Ich habe mich heute für eine helle Jeans entschieden. Leute, guck mal, die hier. Übrigens auch von Zara. Also ich kaufe mal eigentlich fast alle Jeans bei Zara, aber beim Pull&Bear. Die ist schön hell, aber auch baggy. Und dann wollte ich jetzt so ein dunkelblaues T-Shirt anziehen und dann meine Sweatshirtjacke drüber. Ich überlege jetzt nur gerade welches. Also ich hätte hier dos opciones. Nummer uno ist so ein Skims-Dupe von Pull&Bear. Das ist halt so enger. Oder Nummer dos. So ein lockeres, einfach dunkelblaues von Brandy mit Sandbar drauf. Hab mir auch gerade Matcha gemacht, weil ich war so müde heute Morgen. Ich brauchte ein bisschen Pep hier. Okay, ich ziehe es jetzt mal schnell an und dann müssen wir Schuhe aussuchen. So, ich ziehe heute meine Couture-Converse an, weil meine Hose ist ziemlich lang. Wenn ich laufe, dann hängt die nachher auf dem Boden. Liebe, liebe, liebe meine Converse, die sind so bequem, obwohl die Plateau haben. Also, voll viele meinen immer, dass es voll unbequem wäre, damit zu laufen, aber ich finde, die sind meine bequemsten Schuhe fast, die ich habe. Ich habe die aber auch in breit bestellt, Leute, also dass hier vorne das breiter ist, das geht ja jetzt, wenn man es bestellen kann, weil sonst sind die wirklich immer so eng. Halb jetzt kalt, also habe ich jetzt hier noch meine Lederjacke drüber gezogen, über meine Sweatshirtjacke. Ich mache jetzt hier noch mein Favorite Parfüm drauf von Glossier. Vamonos! Erste Pause, jetzt esse ich mein Essen! 18 Uhr. Hall von meinem Essen. Oh, eine Reiswaffel, was eine Überraschung. Nein, Leute, ich liebe Reiswaffeln. Oh, Haare. Okay, Leute, jetzt esse ich hier meine Ananas mit Erdbeeren. Und es ist sehr kalt heute. Lunchtime. Leute, jetzt esse ich meinen Wrap, das Ei drauf, Rucola, Guacamole, Paprika.
und meine Haare fliegen mir in mein Gesicht. Das wird ein leckeres Essen. Hier drin habe ich aber noch einen Joghurt, Leute. Das ist ein bisschen unordentlich in meiner Tasche. I'm sorry, aber das ist ein Stracciatella griechischer Joghurt. Der ist voll lecker. Esse ich noch nach meinem Wrap. Bitte mich eigentlich verarschen, könnt ihr jetzt aufhören. Ja. Lass runterfällt. Was war das Video? Buenos Dias, es ist Freitag. Mein Laune ist direkt viel besser. Okay, komm, wir gehen jetzt ein schönes Outfit finden. Okay, mein Kleiderschrank war eigentlich mal farblich sortiert. Ich wollte was Pinkes heute anziehen. Hier ist Pink, aber das hier ist mehr Rot. Oh, das ist auch viel zu kurz, das ist so cropped. Oh, das fällt hier schon wieder runter. Nervig, will ich schon nicht. Das ist ein T-Shirt, das war auch nicht richtig rosa. Guck mal, das ist gar kein Platz. Und hier, das ist auch zu kurz, das ist nicht rosa. Das ist eingelaufen einfach, diese Jacke. Also war eigentlich nur noch das hier Pinkes. Das hat hier nämlich so einen schönen Rippenstoff und hier oben so eine Knopfleiste. Guckt, das ist hier so gerippt. Das finde ich cool. Und dann, ich glaube, ich ziehe jetzt so eine dunklere Jeans an. Ich habe halt die hier. Ist das die, die ich meine? Die ist von Zara. Die ziehe ich aber trotzdem an und dann halt noch meine beige Sweatshirtjacke drüber, weil sonst ist es kalt. So, ich sprühe jetzt hier meine Haare an. Oh, das ist voll kalt mit dem Wasser, weil die sind sonst so aufgepufft und nicht schön glatt. Aber so muss ich die jetzt nicht extra noch waschen. Okay, ein bisschen kämmen. Ich hoffe, die trocknen schnell, sonst muss ich mich drüber föhnen. Meine Haare, die trocknen so langsam. Jetzt muss ich nur noch warten, bis sie trocken sind. Okay, das Outfit ist an. Ich zeig's euch mal. Also das ist das Oberteil. Und dann meine Zara Jeans. Ich mag die voll. Die sind eine Balloon Baggy Jeans. So, hier. Den Check. Ich trage heute mal silbernen Schmuck, weil ich wollte gerne mal eine Tiffany Kette anziehen mit diesem goldenen Pfeil da durch. Und dann mixe ich die, glaube ich, mit dieser Herzchenkette, die ich habe von Breezy Bay. So, Kette ist on. Und ich habe einen matching Ring dazu. Hier ziehe ich den an und bei Ringen, ich match da immer Gold und Silber. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie schön bei Ringen. So, die Ringe sind jetzt alle an. Ich habe hier einmal den an mit dem Steinchen, den mit dem Herz und den mit der Schleife. Dann hier den mit den Perlen und den mit dem Pfeil. Ich ziehe jetzt noch die Kette hier an. Das ist einfach die mit diesen dünnen Herzchen. Seht ihr das? Von Breezy Bay. Oh, meine Haare nerven. Okay, meine Ketten sind jetzt alle an und ich habe jetzt hier die Sweatshirt-Jacke, die beige, die ziehe ich jetzt noch da drüber, weil mir ist es sonst zu kalt manchmal in der Pause. Und dann ziehe ich meine pinken Adidas an, wartet, die hier, weil die passen schön zu meinem rosa Oberteil. Okay, das ist das Final Fit. Ich habe jetzt hier noch meine rosa Tasche genommen, bin heute ganz in pink und ich muss jetzt los. Bananenbrot und Äpfel. Hallo Leute, wir essen jetzt. Es ist Mittagspause. Matthias hat einen Burger dabei. Der oh mein Gott, der ist so Premium. Guckt bitte mal. Ich bin sehr neidisch auf ihr Essen heute und jetzt zeige ich euch, was ich esse. Aber ich habe auch nur das dabei. So. Okay, Matthias, kannst du mal kurz. Soll ich halten? Ja. Mein Essenshaul findet jetzt statt. Okay, das habe ich schon gegessen gerade eben. Dann habe ich einen Joghurt mit Crunchy. Ein Brötchen. Warte, ich muss mal auspacken. Guck, wie süß. Ich habe Disneyland Papier, mein Brötchen. Und ich habe Ananas. Okay. Und jetzt essen wir. Adios. Ciao. Dan, zeig dein Essen mal. Also ich hab... Boah, fuck, nee, lösch das mal bitte. Ja, ist natürlich so, okay, ich hab Hühnchen und Reis. Ja. Geil. Geil, Dan. Geil. Und Wasser. Super, Dan. Ja, so also Korean. Healthy. Yeah, ne? Nee, es ist, ist nicht mal Chicken, Digga. Ist so Beef, ne? Sieht richtig geil aus. Schade, dass ich vegetarisch. Aber ist kalt. Das ist scheiße. Ja, geil. Jetzt hab ich Joghurt auf meiner Hose. Gut geklappt heute, das Essen.
kann nicht mehr. Es war so anstrengend. Diese ganze Schulwoche hat sich so lang angefühlt. Jetzt haben wir endlich Wochenende. Ich freue mich. Ja, das war's auch schon bei dem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Info bekommen, was ihr so anziehen könnt und was ihr mitnehmen könnt in die Mittagspause zum Essen und was ich so esse. Also ihr fragt ja echt immer oft nach und ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal ein bisschen Info, was ich so mitnehme. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen dicken Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, Leute. Adios!